Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich teste heute mal verschiedene Scherzartikel. Und zwar von Faisal den sprühenden Scherzkorken, dann Aschenbecher-Spreck von Zafirov, dann die Cobra Black Snakes, das sind, das erkläre ich dann alles hinterher nachher, und Wurmpillen und dann noch Knalleinlagen auch von Zafirov. Bis gleich. Starten tue ich mit den Wurmpillen. Das sind so kleine Tabletten, die soll man in ein Glas Wasser reintun und das sollen wie Würmer raus entstehen, also wie ein Wurm raus entstehen. Ich bin mal gespannt, ich habe die selber auch noch nie getestet. Und da schauen wir mal. Er sieht aus wie eine Mate. Also. Es scheint aufgehört haben zu wachsen, ich schaue es mal raus. Dieser kleine Wurm ist daraus entstanden. Ich kann ja noch mal so eine Tablette daneben hinlegen, dass man mal sieht, wie der gewachsen ist. So groß ist er, so groß war er am Anfang. Und zwar scheint das wie eine Art Schwamm zu sein, der sich dann aufsaugt und auseinander geht. Ist aber an sich, finde ich, mal schön gemacht, das ist eine schöne Idee. Und da testen wir gleich das nächste. Weiter geht es nun mit den Cobra Black Snakes. Das sind solche Tabletten, die zündet man an und da entsteht wie, wie eine schwarze Schlange, sagen manche. Manche sagen irgendwie ein Scheißhaufen. Also gibt es verschiedene Bezeichnungen. Und das ist ein Scherzartikel, den man früher gerne genommen hat, bei Leuten angezündet hat, vor der Türe geklingelt hat und die waren halt erschrocken, weil dann auf einmal so ein schwarzes Vieh entstanden ist. Ihr werdet es jetzt gleich selber sehen. So, testen wir das mal. Ist ausgegangen. Stinkt bestialisch das Zeug. Ist wie eine Art Schaumstoff, was entsteht. Also es riecht zumindest wie Styropor. Aber es ist schon erstaunlich, was aus der kleinen Tablette entsteht. So, ich glaube, das war's jetzt. Ah, jetzt wird's dünner. Das ist wie eine Art Schaumstoff, der daraus entsteht. Und aus der kleinen Tablette kommt so eine Menge raus. Also es ist schon wirklich erstaunlich. Und da testen wir gleich das nächste. Als nächstes nun der Faisal sprühende Scherzkorken. Die habe ich selbst noch nie getestet, ich bin mal gespannt. Und die soll man halt auf so eine Flasche drauf machen, entweder Weinflasche oder andere, und die zündet man an und da kommt dieser Effekt raus. Das soll zum Beispiel zum Geburtstag oder so mal ein schöner Gag sein, so ein kleiner Scheich. Ich finde, das ist eine schöne Idee, eine schöne Sache. Und da testen wir gleich das nächste. Als nächstes der Aschenbecher-Schreck von Zapfirov. Das ist wie Blitzwacke, das soll man eigentlich in einen Aschenbecher tun und wenn jemand seine Zigarette drin oder Zigarre ausmachen will, kriegt er auf einmal eine kleine Stichflamme ab. Und wie das aussieht, werden wir jetzt sehen. Mal sehen, ob es im Helm funktioniert, ansonsten tue ich das halt auch nochmal im Dunkeln testen. Das war der Effekt. Als nächstes nun die Knalleinlagen. Da sind 10 Stück enthalten und das sind solche kleinen Dreiecke mit so einem Zündblättchen unten dran. Und die stoppen wir in die Zigarette vorne rein, so dass man es als Raucher dann nicht sieht. Und wenn derjenige die Zigarette anzündet und dann dran zieht oder die Zigarette abbrennt, gibt das dann irgendwann einen kleinen Knall. Er ist nicht allzu laut, also ich hatte es schon mal getestet gehabt und weil ich schon neugierig war und lassen wir uns einfach mal überraschen.
Ich bin nicht Raucher, deswegen ziehe ich nicht an der Zigarette. Irgendwann hat's schon. Jetzt war es schon soweit. Ja, und das ist der Effekt von den Knalleinlagen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Das ist mal ein bisschen anderes Video gewesen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.